Everybody wants clout, but no one wants to work for it. Telling me to give it a rest like a search warrant. You won't see me stop. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ich gestern schon versprochen habe, wollte ich euch heute ein Gameplay mit der Gewehr 43 liefern. Und hier ist es. Ich habe tatsächlich vorher noch kein einziges Mal mit der Gewehr 43 gespielt. Das ist jetzt das allererste Mal. Ist eine Einschusswaffe, okay. Ja, das sagt mir auch schon. Moment, das ist mir gerade viel zu laut. So, erste Runde mit der Gewehr 43. Persönlich mag ich Einschusswaffen eigentlich nicht so wirklich. Oh, shit. Okay, das war der erste Kill. Zack. Hier müsste... Oh, shit. Fuck, wie viele Leute sind denn da? Fick die Henne. Ah, ja, so Einschusswaffen, die sind halt nicht so stark einfach, ne? Das ist extrem schwierig, mit denen zu spielen. Vor allem ohne Auto-Aim so geht's gar nicht fit. Ich glaube, es ist eher so eine Waffe für einen Hardcore-Modus. Oh. Das ist echt extrem schwierig hier. Wow, shit. Irgendwie zu aimen. Aber ich versuche mein Bestes. Shit. Ich brauche halt so einen Rapid-Fire-Controller. Damit wird es eigentlich auch besser klappen, denke ich mir. Was ist mit ihm denn los? Er wackelt hier noch so eklig rum. Ach, mein Gott, ne. Oh. Oh, shit. Diese Animation finde ich aber cool. Yeah. Die Animation ist cool. Aber ich glaube, die einzige gute Waffe jetzt in dem Game, die dazugekommen ist... Scheiße, ist die Sten. Junge. Shit, Mann. Ich laufe mal hier rum. Hallo. Shit, Mann. Oh, das war knapp. Oh, ah, will ich nicht einnehmen. Ich will, dass die da hinten gespawnt werden. Scheiße, die Wand, dann ist das schwierig. Ah, nee. Easy. Und dann wieder von der Seite. Jawohl. Yeah. Das einzige coole an der Waffe ist eigentlich der Emote hier so. Wie er seine Waffe so anguckt, wie er seine Waffe so betrachtet. Aber sonst, wie gesagt, nicht gut. Ich finde die Waffe nicht gut. Was findet ihr? Wie findet ihr die Waffe so? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr jetzt Gameplay ein bisschen von mir gesehen? Keine Ahnung, vielleicht habt ihr auch selber schon gespielt. So, mal gucken, was hier in der Bridge geht. Wow, shit, Mann, Digga. Ey, ohne Witz, Rapid Fire Control. Oh fuck, Mann. Nein, 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 nein. Da werde ich auf jeden Fall nicht challengen. Einmal hier eine Runde laufen. Oh, es dauert so lange, Leben zu regenerieren, ne? Das ist schon lächerlich. So. Ach, komm schon. Hashtag Chakalaka in die Kommentare. Beste Chips. Das Dumme ist, diese Waffe hat nur 10 Schuss im Magazin. Das ist extrem wenig. Das ist einer der beschissensten Waffen im Spiel hier. Weiß nicht, warum bringt man so welche Waffen überhaupt ins Spiel? Man, wer spielt mit so welchen Waffen? Okay, Hardcore halt, ne? Aber sonst... Skia! Was? Ey, schlechteste Waffe überhaupt. Leute, spielt auf jeden Fall nicht mit der Gewehr 43 und schaltet sie auch nicht frei. Ich habe sie freigeschaltet und das war ein großer Fehler. Okay, das war übertriebenstes Lack. Und da liegt einer einfach, wo den haben wir geholt. Und what the fuck, was für ein Player? Nein, Digga, nein. Schade, ich dachte, ich hau das übertriebenste Play raus. Zack, war das so ein Spaß. Der Kollege ist dann, den haben wir easy geholt. Rapid Fire Controller mit dieser Waffe könnte ich mir aber gut vorstellen, dass es klappt, dass es gut ist. Hallo. So Leute, erste Runde gespielt. Wie gesagt, die Gewehr 43 gefällt mir nicht. Kann ich auf gar keinen Fall jemandem empfehlen. Also ich werde auf jeden Fall noch eine Runde spielen. Schnell ziehen und Griff auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, Lindenvisier. Ich glaube, es lohnt sich. Halt nehmen wir auch mit. Wenn wir mal sehen, wo der Frosch seine fucking Locken hat. Ich hasse diese Waffe abgrundtief. Heilige Scheiße, Mann. Gar keine Lust mehr auf diese Waffe. Diese Maut ist cool, aber die Waffe halt nicht so, ne?
Teammate wieder. Ich muss immer nachladen, weil ich habe immer Angst, dass ich immer zu wenig Munition habe, weil hier 10 Schüsse drin sind. Und so, nehmen wir es mal ein. Yeah! Ah, easy, Digga. Oh shit, Mann. So, nehmen wir B ein, komm schon. Nein, das war ja wieder klar, dass von irgendwo ja wieder jemand kommt. Puh, das war knapp. Oh, fucking shit. So. Lol, was macht er hier? So, erstmal Aufklärung. B wird gesichert. Kommt, Leute! Kommt, wir sichern B. Ja, Digga. So. Starten wir mal die Fritz-X-Bombe. Oh shit, da ist jemand. Der soll uns auf jeden Fall nicht holen. Wow, zwei Leute. Easy, Digga. Artillerie ist auch noch bereit. Ah, chillig. Wo ist der Kollege denn jetzt hingelaufen? Yeah. Yeah. Ich würde sagen, ich laufe mal hier direkt runter. Und hol den hier. Lauf hoch zu C. Und hol die Leute, die jetzt hier gespawnt werden. Shit, Mann. Oh, was? Hat er mir geklebt? Oh, mein Gott. Aber ich bin schon deutlich besser als in der ersten Runde mit dem Gewehr hier. Oh, scheißen Dreck. Komm. Er will nicht. Hedy, Digga. Hedy habe ich ihn verteilt. Kein Problem. So. Komm. Beta wurde überrannt. Jawoll. So loben wir uns das. Oh, jetzt habe ich den noch bekommen. Deutsches Reich. Ja, so Leute. Das war's mit dem Video. Als Fazit kann ich zusammenfassen, die Waffe ist definitiv nichts für mich. Die ist auch allgemein nicht so gut, diese Waffe, würde ich jetzt mal fast behaupten. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Waffe findet. Ich finde die kacke. Und es sei denn, man hat vielleicht einen Rapid-Fire-Controller, dann ist die vielleicht geil oder so, aber sonst nicht so geil. Schreibt auch in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Vielleicht irgendwie ein Gameplay von der Sten oder so, aber die habe ich halt noch nicht freigeschaltet, dafür bräuchte ich halt noch ein paar Tage. Ja, aber sonst schreibt ruhig rein, was ihr als nächstes sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und ciao!